Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 101 Feuerrotes Haar. Am 24. Oktober war Harry seit dem Aufstehen nicht mehr er selbst. Es schien fast, als würde er den ganzen Tag lang neben sich herlaufen und seinem Körper nebenbei zusehen, wie er Severus während des Frühstücks ungefragt etwas Kaffee nachschenkte oder den Kindern auf dem Hof während der Pause zurief, es nicht zu dolle zu treiben. Dieser eine Teil, der seinen eigenen Körper bei den alltäglichen Aufgaben beobachtete, war jener Teil, der nur an eines denken konnte. »Wie geht's Ihnen, Harry?« fragte Minerva während einer kleinen Pause. Ohne es aufhalten zu können, sprudelte es aus Harry heraus. »Ginny kommt heute aus dem Krankenflügel!« Das war zwar keine Antwort auf die Frage seiner Kollegin gewesen, doch trotzdem konnte er damit den Hauch eines Lächelns auf ihre dünnen Lippen zaubern. Denn in gewisser Weise hatte diese Information ihr klargemacht, wie gut es ihm heute ging. »Das freut mich für Sie, Harry«, sagte Minerva noch immer unmerklich lächelnd, bevor sie ihren Weg fortsetzte. Das war das Einzige, an das Harry heute denken konnte. Ginny würde heute rauskommen. Sie würde heute Nacht das erste Mal bei ihm übernachten, neben ihm gekuschelt in seinem Bett schlafen. Zum Ende des Unterrichtstages war er vollends dieser Ablenkung erlegen, denn erst die Stimmen seiner Schüler brachten ihn zurück in den Klassenraum, in welchem er bewegungslos vor seinem Pult stand und verträumt in die Gegend grinste. »Professor Potter?« fragte eine Schülerin vorsichtig. Er schüttelte unmerklich den Kopf, um ihn frei zu bekommen, doch es schien unmöglich. »Wie wäre es, wenn wir heute früher Schluss machen? Aber nur, wenn Sie mir versprechen, bis Montag die nächsten beiden Kapitel zu lesen«, schlug er den Schülern vor. Die verdutzten Schüler blickten ihn an, als hätte er den Verstand verloren. Den Unterricht früher zu beenden war unüblich, wie Harry es selbst wusste. Aber da kam der rettende Einwurf von Gordian Foster, denn der schlug vor. »Sir, Sie könnten es uns doch einfach als Aufgabe für den Rest der Stunde aufgeben.« »Ja«, sagte Harry, von dieser Idee begeistert. »Ja, so machen wir es. Sie packen still ihre Sachen zusammen, suchen ein ruhiges Plätzchen und lesen bis 14 Uhr die nächsten beiden Kapitel.« Die Schüler gehorchten und verhielten sich sehr ruhig, als sie den Klassenraum verließen und in alle Richtungen strömten. Harry schwamm mit dem Strom mit, doch sein Weg führte ihn in den Krankenflügel. »Harry«, grüßte Albus, der ein Schwätzchen mit Poppy gehalten hatte. »Es hätte mich auch gewundert, wenn du den Unterricht bis zuletzt fortgeführt hättest.« »Ich hoffe, das ist in Ordnung, Sir. Es bleibt die Ausnahme, versprochen. Die Schüler haben nicht frei bekommen, sondern erledigen ihr eine Aufgabe«, versicherte Harry. Mit zwinkernden Augen sagte Albus. »Sicher. Es lässt sich auch viel entspannter arbeiten, wenn man nebenbei ungestraft ein paar Gummischlangen oder Zuckerfederhalter naschen kann. Ich spreche da aus Erfahrung.« Poppy meldete sich zu Wort und erklärte. »Miss Weasley hat bereits alles gepackt und wartet geduldig auf Sie, Harry.« Ohne anzuklopfen betrat Harry ihr Krankenzimmer. Sein Eintreten war unbemerkt geblieben und so ergötzte er sich an ihrem feuerroten Haar, welches von der Morgensonne geflutet wurde, als sie mit Nikolas im Arm am Fenster stand. Nach einem Moment trat er näher an sie heran und da schien sie ihn gehört zu haben, denn sie drehte sich um. Fröhlich lächelte sie über das ganze Gesicht und hauchte erwartungsvoll seinen Namen.
Er umarmte sie und küsste sie. Falls unerwartet Poppy eintreten sollte, sehr ziemlich auf den Mund und Nikolas auf die Stirn, bevor er sagte: Ich habe seit heute Morgen an nichts anderes mehr denken können, als daran, dass du heute zu mir kommen wirst. Ging mir nicht anders, Harry, bestätigte sie ihm. Wobble hat mir beim Parken geholfen. Sie lachte, bevor sie verbesserte. Was heißt geholfen? Er hat einmal mit den Fingern geschnippt und schon war alles fertig. Ich habe ihn richtig gern, Harry. Bisher war er mir eine große Hilfe und er liebt den Kleinen über alles. Ja, das glaube ich auch gern. Wer tut das nicht? Fragte Harry lächelnd zurück. Komm, lass uns ins Erdgeschoss gehen. Auf dem Weg nach unten erklärte Harry: Nur noch heute werden Sirius und Anne bei uns sein. Ich habe dir erzählt, dass schon morgen die Hochzeit sein wird und sie haben sich auch bereits ein Haus gekauft. Aber besonders er möchte erst den Ring am Finger haben, bevor sie das neue Heim beziehen. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Natürlich nicht, Harry. Ich bin so froh, dass ich endlich wieder unter Leute komme. Ich hätte mich wirklich geärgert, hätte ich seine Hochzeit verpasst. Mit Anne ist weiterhin alles in Ordnung? Ja, hat sich nichts geändert. Ihr geht es gut. Severus hat neulich erwähnt, dass der Obliviate sie nicht gestreift, sondern durchaus getroffen hatte. Nur war er nicht aktiviert worden. Der Fluch war in ihrem Kopf und hat ihm mächtig durchgewirbelt. Aber zum Glück ohne etwas zu löschen. Dabei hätte sie trotzdem den Verstand verlieren können. Aber mit Mrs. Malfoys Hilfe konnte er den Fluch unschädlich machen und den Wirbel stoppen. Wobei er meinte, dass Mrs. Malfoy diejenige gewesen wäre, die die Meisterarbeit getan hätte. Denn den Gedankenwirbel hätte sie angehalten. Harry blickte neidisch auf das Kind in ihrem Arm, bevor er fragte: Darf ich ihn tragen? Sie lachte auf und erwiderte jedoch: Natürlich, Harry. Er ist aber ziemlich müde. Kann sein, dass er einschläft, bevor wir unten angekommen sind. Die Schüler, die sie auf ihrem Weg antrafen, blickten Harry mit dem Jungen im Arm entweder verdutzt oder verträumt lächelnd an. Die meisten wussten von seiner Verlobung mit der Schülerin, mit der er selbst schon die Schulbank gedrückt hatte. Plötzlich kamen drei Mädchen auf sie zugestürmt und sie umarmten Ginny und sagten, wie sehr sie sich freuen, sie endlich wiedersehen zu können. Bei den Mädchen handelte es sich um die wenigen Klassenkameradinnen, die schon vor der Verlobung genau gewusst hatten, dass es zwischen ihrer Mitschülerin und dem Professor für die Verteidigung mächtig gefunkt hatte. Genau genommen waren es die Schülerinnen, die immer so gern kicherten, doch dieses Mal verhielten sie sich sehr erwachsen, denn sie begrüßten ihre Freundin und beglückwünschten sie zugleich zweimal, nämlich zur Geburt des Jungen und zur Verlobung. Und nach weniger als 3 Minuten hatten sie Ginny auch schon wieder in Ruhe gelassen. »Hi Sirius, schau mal, wer hier ist«, sagte Harry, der stolz den dösenden Jungen in seinem Arm präsentierte. Anne und Sirius, die beide am Kamin gestanden hatten, kamen auf die beiden zugestürmt und begrüßten sie erst einmal, bevor Nicholas herumgereicht wurde. Ginny nutzte die Gunst der Stunde, um ihre Sachen, die Wobble gebracht hatte, im Schlafzimmer zu verstauen, und so war sie schon vorgegangen. »Pass dir kurz auf Nicholas auf. Ich würde Ginny gern einige Dinge im Schlafzimmer zeigen«, sagte Harry, bevor er sich abwandte, und er hörte seinen Patenonkel schelmisch zu Anne sagen, Harry sollte nicht vergessen, ihr das Bett zu zeigen. Warum hatte dieser witzig gemeinte Kommentar plötzlich wieder Hemmungen in ihm aufkommen lassen? Im Schlafzimmer sah sich Ginny interessiert um, als Harry hinzukam. Und nachdem sie ihn bemerkt hatte, sagte sie schwärmend: Oh Harry, das ist so wunderschön eingerichtet. Das gefällt mir mit den warmen Farben und überhaupt. Sie schüttelte den Kopf, weil ihr die Worte fehlten. Sie konnte nur noch einmal wiederholen: Wunderschön. Er stand ungefähr 2 Meter von ihr weg und betrachtete sie. Wie schon im Krankenflügel umschmeichelte die Sonne ihr rotes Haar und es zog ihn magisch an. Wie verzaubert näherte er sich ihr und er vergrub seine Hände in dem Feuer auf ihrem Haupt. So wie ein Kind ganz verzückt die Hände im Sand eines schönen Strandes vergraben würde.
Sie schauten sich einen Moment lang tief in die Augen, als Jenny plötzlich den Abstand verringerte und ihn küsste, als würde ihr Leben davon abhängen. Zeit und Ort waren vergessen, denn sie hatten sich ineinander verloren. Bis ein Räuspern, welches immer aufdringlicher werden musste, beide zeitgleich aus ihrer Raum- und zeitlosen Verbindung herausriss. Tut mir leid, euch zu stören, aber der Kleine hat nun ja die Windeln voll, sagte Sirius, im Türrahmen lehnend. Sirius musste sich beim Anblick von Harrys knallrotem Gesicht ein Grinsen verkneifen. Ginny hingegen nahm selbstbewusst ihren Sohn aus Sirius' Arm, bedankte sich bei ihm und begann gleich darauf, in einer von Harry eingerichteten Babyecke dem Jungen die Windeln zu wechseln. Während Nicholas von seiner Mutter gewickelt wurde, folgte Harry ins Wohnzimmer und er lenkte das Gespräch gleich auf eine andere Bahn, denn er fragte: Hast du eigentlich Severus für morgen eingeladen? Sirius schüttelte den Kopf, bevor er sachlich klingend erwiderte: Ich habe Narcissa und Draco eingeladen, Harry. Das muss reichen, um einen guten Willen zu zeigen. Hätte Severus nicht an Narcissa gedacht, als er bei Anne gewesen war? Harry hat recht, Sirius, warf Anne ein. Lad ihn ein. Wenn er nicht kommt, hast du es wenigstens versucht. Das werde ich nicht tun. Ich weiß noch sehr gut, was er auf Remus Verlobungsfeier getan hat, rechtfertigte sich Sirius. Harry zog beide Augenbrauen in die Höhe und fragte: Und darüber bist du ernsthaft sauer? Ich bin froh, dass ich dadurch erfahren habe, was Remus und Tonks durchmachen müssen. Und noch froher bin ich darüber, dass die beiden sich aufgrund dieses Vorfalls anders entschieden haben und nun warten, bis sie heiraten können, ohne dass irgendjemand auf irgendwelche Körperteile verzichten muss. Severus wird sowieso nicht kommen, also wozu soll ich ihn einladen? Wollte Sirius wissen. Anne erklärte: Das mache ich manchmal nicht anders. Ich lade jemanden aus reiner Höflichkeit ein, obwohl ich weiß, dass derjenige nicht kommen wird. Damit rückt man sich selbst in ein besseres Licht und der andere wäre am Zug. Aber ehrlich gesagt, Sirius, würde ich mich wirklich freuen, wenn er morgen kommen würde. Denn immerhin ist er der Grund, warum es für mich morgen überhaupt gibt. Eine ganze Weile überlegte Sirius, bevor er leise fluchte zu sich selbst und am Ende sagte: Dann schreibe ich ihm eine Einladung und schicke sie ihm. Sirius, er wohnt genau unter uns. Geh einfach runter und sag's ihm persönlich. Macht einen noch besseren Eindruck, empfahl Harry lächelnd, weil er genau wusste, dass Sirius es tun würde. Ihr hängt mir zum Hals raus, alle beide, sagte er nicht wirklich erbost, denn er ärgerte sich nur darüber, dass er Harry und Anne wie ein gut dressierter Hund gehorchte. Hermine war gerade dabei, die Wurzel einer Unterwasserpflanze zu zerkleinern, da klopfte es. Sie hörte Severus, der an dem Tisch hinter ihr arbeitete, herein sagen, und gleich darauf hörte sie die Stimme des Besuchers und erkannte ihn als Sirius. Severus? Die ganze Aufmerksamkeit, die er dem unerwünschten Gast zuteilkommen ließ, beschränkte sich auf eine hochgezogene Augenbraue. Doch Sirius deutete diese Mimik als Aufforderung, mit seinem Anliegen fortzufahren, und so sagte er: Ich möchte dich zu meiner Hochzeit morgen einladen. Ort und Uhrzeit? Severus unterbrach, schleppend sprechend: Bedauere, aber ich werde nicht kommen. Diese Antwort schien Sirius zu begrüßen, denn er sagte erleichtert klingend: Oh, schade, aber da kann man nichts machen. Bis dann. Schon war er wieder weg. Im nächsten Moment kam es Hermine so vor, als wäre das eben gar nicht passiert, als hätte Sirius eben nicht hier an der Tür gestanden und Severus eingeladen. Dass er es überhaupt versucht hatte, das musste sie zugeben, war schon surreal genug gewesen. Aber dass Severus danach einfach weiterarbeitete, als wäre nichts geschehen, machte sie doch stutzig. Zumindest hätte sie gedacht, er würde über Sirius herziehen, aber nicht einmal das tat er, so dass sie sich zu ihrem Zaubertränkemeister umdrehte und ihn beobachtete. Warum haben Sie abgesagt? Wollte Hermine wissen. Warum hätte ich zusagen sollen? Stellte er nüchtern die Gegenfrage. Sie sind doch auch zu Remus Verlobungsfeier gegangen. Ich dachte, wir könnten morgen auch wieder zusammen hingehen, sagte sie offenherzig. Er brummte kurz und sagte dann:
Sie finden bestimmt jemand anderen. Sie verfügen sicherlich über einige Männerbekanntschaften, von denen sich jemand bereit erklären würde, sie morgen zu begleiten. Hermine stutzte und wiederholte in Gedanken das Wort Männerbekanntschaften, was ihrer Meinung nach einen sehr bitteren Nachgeschmack mit sich brachte. In der Muggelwelt war es in erster Linie ein Synonym dafür, verschiedene oder schnell wechselnde Partner zu haben. Doch da gab es nur Ron als ihren einzigen Ex. Von Harry weiß ich, dass Miss Malfoy und Draco auch eingeladen sind und morgen da sein werden, warf sie ihm als Fakt hinüber. Das ist nun einmal das Los des Verwandtschaftsgrades, den die beiden innehaben. Ich gehöre glücklicherweise nicht dieser Familie an und sehe es daher nicht als meine Pflicht, dort aufzutauchen, konterte Severus. Kommen Sie, Severus. Sie tun genau das, mit dem Sirius gerechnet hatte. Er hat aus Höflichkeit gefragt und Sie haben abgelehnt. Er schien nicht gerade sehr traurig darüber zu sein, sagte sie. Severus blickte auf und fragte leicht erbost: Wollen Sie mir damit unterstellen, ich sei berechenbar? Ihre einzige Antwort war eine hochgezogene Augenbraue, die ihn veranlasste zu schimpfen. Wenn ich sowieso nicht erwünscht bin, warum sollte ich dann hingehen? Wer sagt, dass Sie nicht erwünscht seien? Ich bin mir sicher, dass von Seiten der Braut die Einladung ernst gemeint war, antwortete sie gewissenhaft. Ich habe keine Zeit. Ich werde morgen meinen neuen Zauberstab bei Ollivanders abholen, erklärte er trocken. Oh ja, das wird den ganzen lieben langen Tag dauern, stichelte sie. Warum interessiert es Sie überhaupt so sehr, ob ich der Feierlichkeit beiwohne oder nicht? Wollte Severus wissen. Sie rollte genervt mit den Augen, bevor sie bockig erklärte: Weil ich fest damit gerechnet hatte, mit Ihnen zusammen hinzugehen. Und ich sagte bereits, dass ich bestimmt jemand im Kreise Ihrer Herrenbekanntschaft finden würde. Sie unterbrach ihn ruppig und verbat sich: Hören Sie auf, von Männer- oder Herrenbekanntschaften zu reden. Was denken Sie denn von mir, dass ich an jedem Finger 10 habe? Sie schüttelte aufgebracht den Kopf, bevor sie noch säuerlich anfügte: Der Einzige, den ich regelmäßig sehe, Severus, das sind Sie. Schon während ihr dieser Satz herausgerutscht war, hatte sie ihn bereut. Doch jetzt, wo es gesagt war, war sie auf eine Reaktion seinerseits gespannt. Es waren nur wenige Sekunden vergangen, da räusperte er sich fast unhörbar, bevor er sich mit schmieriger Stimme dazu äußerte. Das ist überaus bedauerlich, nicht wahr? Unangemessener hätte seine Bemerkung nicht sein können und es verletzte sie, wie er sie behandelte. Seine Anmerkung war in vielerlei Hinsicht zu interpretieren und keine der Deutungsmöglichkeiten gefiel ihr. Ich werde am besten Valentinus fragen. Er wird sich, im Gegensatz zu anderen Herren, sie blickte mit verengten Augen zu Severus hinüber, sicherlich freuen, mich begleiten zu können, sagte sie kühl. Als Severus belustigt schnaufte, wappnete sie sich innerlich gegen seinen Rückschlag und der kam prompt. Denn er sagte in zynischem Tonfall und mit einem fiesen Grinsen auf den Lippen: Ah, ich bin sicher, dass Sie in Ihrem Alter keine bessere Wahl hätten treffen können. Jetzt hatte sie genug von ihm und seinen boshaften Andeutungen. In Ihrem Alter? Konnte alles Mögliche bedeuten. Zum Beispiel, dass er sie für jung und unerfahren halten würde, was sinngleich auf dumm zu münzen wäre. Und keine bessere Wahl bedeutete wahrscheinlich, dass er ihren Geschmack scheußlich finden würde. Seinen Sarkasmus glaubte sie mittlerweile übersetzen zu können, und was sie aus seinen Worten herausgehört hatte, hatte sie richtig wütend gemacht. Dabei hatte sie ihn lediglich aus seinem Schneckenhaus herauslocken wollen, doch so eine verletzende Bemerkung wollte sie sich von ihm nicht bieten lassen. Eine verbale Auseinandersetzung würde sie jetzt in ihrem aufgewühlten Zustand mit Sicherheit verlieren. Und so tat sie das Einzige, das ihr in der knappen Zeit und mit ihrem vor Wut beeinträchtigten Verstand einfiel. Sie griff eine Handvoll Nixkraut und Seegras von ihrem Arbeitstisch und warf das glitschige grüne Etwas auf Severus. Als die nassen, langen Blätter um sein Gesicht peitschten wie die Tentakel eines Riesenkraken, ließ er erschrocken von seinem eigenen Messer ab, um sich mit beiden Händen von dem Grünzeug zu befreien. Und als er es geschafft hatte, blickte er auf, um seine Schülerin zurechtzuweisen. Doch was er von ihr noch erspähen konnte,
war ein Teil ihres braunen Haares, bevor sie die Tür zu seinem privaten Labor von außen zuwarf. Wütend stürmte Hermine in ihr Wohnzimmer, um ihre Tasche dort abzustellen und sich schnell die Hände zu waschen, weil ihre Finger, besonders aber die Fingernägel, durch die Wasserpflanzen ganz grün geworden waren. Im Anschluss wollte sie gleich wieder zu Harry gehen, falls Severus es wagen würde, sie jetzt auf ihr Verhalten hin anzusprechen zu wollen. Sie wollte ihm aus dem Weg gehen, falls er so töricht sein sollte, sie jeden Moment aufsuchen zu wollen, denn sehen wollte sie ihn heute nicht mehr. Seine blöden Wasserpflanzen kann er gefälligst von einem Schüler schneiden lassen, dachte Hermine zornig, denn zu ihrer Aufgabe als Meisterschülerin hatte das nicht gehört. Im Gegenteil, denn sie hatte sich netterweise bereit erklärt, ihm bei der vorbereitenden Verarbeitung der neu gelieferten Zutaten für seinen privaten Vorratsschrank zu helfen. Sie verließ gleich wieder ihr Wohnzimmer. Fellini begleitete sie diesmal. Im Erdgeschoss angekommen, klopfte sie noch immer mit großer Wut im Bauch an Harrys Tür und ihr wurde sofort geöffnet. »Hi Ginny, schau mal, wer hier ist«, wurde sie von Harry fröhlich angekündigt, während er sie am Arm gepackt hatte, um in sie hineinzuziehen. Fellini folgte und hüpfte auf die Couch zu Anne, wo er es sich gemütlich machte. »Hermine«, schrie Ginny voller Freude, und die beiden jungen Frauen fielen sich in die Arme und drückten sich. Hermine hörte nicht auf, ihre beste Freundin zu umarmen, und dann, völlig unverhofft, fing sie an zu schluchzen. Natürlich erklärte sie allen, während sie ihre Nase mit einem Taschentuch abtupfte, dass sie sich nur so darüber freuen würde, Ginny nach den vielen Wochen endlich wiedersehen zu können. Doch Harry ahnte, dass der Grund für Hermines Tränen nicht nur im Gefühl der Freude zu finden war. Ginny führte Hermine zur Couch hinüber und dann waren die beiden nicht mehr zu bremsen. Denn sie erzählten und erzählten und sie beachteten weder Harry noch Sirius oder Anne. Harry ging derweil zum Kinderbettchen hinüber und als er bemerkte, dass Nikolas hellwach war und die bunten Gegenstände beäugte, die über seiner Wiege hingen, nahm er ihn in den Arm und ging zu Hermine. »Hermine, möchtest du mal?«, fragte Harry, während er ihr den Kleinen bereits an die Brust presste. Sie schloss ihre Arme um das kleine Bündel und blickte das Baby an. Und als Nikolas ihr Gesicht sah, da lächelte der Junge ihr zu. Mit warmer Stimme sprach Hermine zu ihm und er hörte mit großen Augen aufmerksam zu und quietschte ab und an vergnügt. Harry hatte seine beste Freundin genau beobachtet und er wusste, selbst wenn Hermines Wunsch nach einer großartigen Karriere immens war, würde sie um nichts in der Welt darauf verzichten wollen, eines Tages ihr eigenes Kind in den Armen halten zu können. Sirius und Anne verabschiedeten sich um 5:30, denn sie wollten in Hogsmeade zu Abend essen und den Besuch bei Romerta nutzen, um Remus einen Besuch abzustatten. Denn der sollte morgen neben Bethany der Trauzeuge sein. So kam es, dass Ginny und Harry zusammengekuschelt auf der Couch saßen und dabei zusahen, wie Hermine sich die Zeit mit Nicholas vertrieb. Sie ließ ihren kleinen Finger von ihm ergreifen und machte lustige Gesichter für ihn, über die auch Harry lachen musste. Den Jungen wollte sie gar nicht mehr hergeben, doch Ginny machte ihr einen Strich durch die Rechnung, denn sie sagte: »Stillzeit!« Sie hielt ihre Arme ausgestreckt und wartete darauf, bis ihre Freundin ihr den Jungen reichte. Hermine verabschiedete sich von Nicholas, als würde er jetzt eine monatelange Weltreise antreten. Dabei wollte Ginny nur mit ihm ins Schlafzimmer gehen. Harry und Hermine schwiegen sich einen Moment lang an, bevor er leise fragte: »Also, was ist los? Und bevor du mir weismachen willst, dass alles in Ordnung ist, ich will dich nur wissen lassen, dass ich dich sehr gut kenne. Ich kenne deine Mimik und dein Verhalten und ich weiß, dass heute irgendetwas passiert sein muss, weswegen du dich geärgert hast.« »Wow, Harry! Lass das nicht Trelawney hören, sonst will sie dich noch als ihren persönlichen Schüler in Wahrsagen haben«, sagte Hermine spöttisch. Harry ließ sich von ihren Worten nicht beirren und schaute sie geduldig an, bis sie einmal tief seufzte und endlich mit der Sprache herausrückte: »Severus ist ein Mistkerl.
Harry schürzte die Lippen und wollte wissen, ist er das? Warum? Sie schüttelte den Kopf und überlegte, wie sie die Situation am besten schildern könnte, und da sagte sie einfach. Sirius war vorhin da und hat ihn für morgen eingeladen. Ja, ich weiß. Ich habe ihn dazu genötigt, bestätigte Harry. Sie stöhnte und erzählte. Severus hat natürlich abgelehnt und ich habe gefragt, warum. Naja, ein Wort hat das andere gegeben und am Ende habe ich ihn mit Seegras beworfen. Harrys Augen wären am liebsten aus den Augenhöhlen gefallen, nachdem er das gehört hatte. Zur Sicherheit, falls seine Ohren ihm einen Streich gespielt haben sollten, fragte er nach. Du hast ihn beworfen? Mit Seegras? Sie nickte lediglich, sodass er nicht sehr ernsthaft anfügte. Du kannst von Glück sagen, dass du noch lebst. Ich lebe nur noch, weil er noch keinen neuen Zauberstab hat, erklärte sie breit grinsend. Doch der Schalk in ihrem Nacken verschwand sehr schnell wieder. Sie schluckte und sagte kleinlaut. Ich denke, ich werde morgen alleine auf der Hochzeit aufschlagen. Jetzt verstand Harry, um was es ging. Sie musste Severus gefragt haben, ob er sie begleiten würde. Und da er die Einladung von Sirius ausgeschlagen hatte, glaubte Hermine, keine Begleitung zu haben. Harry war sich nicht darüber im Klaren, ob Hermine betrübt darüber war, einfach nur keine Begleitung zu haben, oder darüber, dass es nicht Severus sein würde. George hat keine Freundin. Du kannst ihn ja fragen, wenn du morgen auf keinen Fall alleine... Sie unterbrach barsch und meckerte. So verzweifelt bin ich auch nicht, Harry. Ich dachte eher, ich frage Valentinus. Oh nein, bitte tu das nicht, sagte er ernst. Sie blickte ihn fragend an, sodass er erklärte. Ich habe vorgestern Pomona und Ronalda im Lehrerzimmer miteinander reden hören und sie haben über Svelte gesprochen. Er hätte zu Hause Beziehungsprobleme und ich vermute, dass er, wenn überhaupt, woanders nur Abwechslung für sich selbst sucht, aber nichts Ernstes. So etwas brauchst du nun wirklich nicht, Hermine. Sie presste die Lippen zusammen und schien mit einem Male wieder richtig sauer zu sein. Sauer, weil nichts so klappen wollte, wie sie sich es ausgemalt hatte. Hermine und Ginny hatten sich während des Abends noch so viel zu erzählen, dass beide es nicht einmal mitbekommen hatten, als Harry sich verabschiedete, denn er wollte mit Severus Hund den letzten Spaziergang des Tages machen. Das wäre eine Sache, die er demnächst auch einschränken wollte, wo Ginny jetzt wieder da war. Er hatte einfach nicht den Kopf dafür, weiterhin mit dem Hund auszugehen. Doch nicht heute wollte er mit Severus darüber reden, dass sie vielleicht ein anderes Arrangement finden sollten. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.